Ja, meine Leute, euer Benix am Start. Wir legen los und schauen, was so geht. In eine Runde Murloc Holmes. Schwierig. Wenn ich richtig rate, ist das ein Double Buy next turn. Let's do it. Trust in myself. Knappe Niederlage leider. Okay. Und jetzt? Pirates hat gewonnen gegen Nothing. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob er Basker oder... Ah, gut. Die machen es mir leicht, weil er Pirates hatte, weiß ich, dass er Scaly hatte. Hätten sie mir Scaly und Basker gezeigt, hätte ich es halt nicht gewusst. Das finde ich ganz spannend. Pirate, Undead, Pirate, nichts. Undead, Undead, viel Undead auf dem Board, okay. So, ich konnte leveln und trotzdem Minion aufstellen, was mich halt stärker macht als die anderen gerade. Das ist spannend. Viel Undead. Bei ihr war auch Undead. Gucken wir mal. Ja, den kann man ja nicht auf dem Board haben. Danke dafür. Die kann man aber auf dem Board haben. Und wenn man die beide spielt, muss man sie als Pair betrachten und als 3-4er, was Deadline-technisch okay ist, selbst ohne andere Untote. Von daher mache ich das ruhig. Den Roll hebe ich mir noch auf. Die Frage ist, ist es wert, mir 3 Damage zu machen für ein eventuelles Gold? Das kann halt meine Curve extrem smoothen, ne? Next turn ist Double Buy mit extra Gold. Na, ich mach's mal nicht, die 3 Damage. Nein! Ey, wie viel Pech kann man mit den Hits haben? Mein 3-1er hittet in einen 1-1er rein. Mein 1-4er hittet in so einen Quatsch rein hier. Das war sehr unlucky, fand ich, insgesamt. Das war elementar. Pickt man den? Wenn, dann pickt man den, oder? Boah, man pickt den eigentlich nicht. Hätte ich nicht gedacht. Die beiden, oder? Jetzt muss ich halt hart überlegen. Möchte ich Curve smoothen? Ah, let's do it. Doesn't matter. Passt halt auch nicht wirklich gut zusammen, die Sachen, aber egal. Also, relativ interessante Lobby, weil viele der sehr starken Tempoklassen nicht drin sind. Also, Elementare, Murlocs, Naga, Piraten und Untote sind drin. Demons, Stacheleber, so richtig harte Tempo, Riesenset-Sachen fehlen halt gerade. Deswegen bin ich gespannt, was ich jetzt hier durchsetzen kann. Okay, let's see. 3 Undead. Und er hatte trotzdem einen der Naga auf dem Board. Why? Turn 1 hatte keiner Naga. Ich glaube, hat er die noch genommen? Er hat wirklich noch die Snail mitgenommen. Es macht keinen Sinn. Der hatte Turn 1 nicht Naga. Wir leveln. Nehmen das und das mit. Ich save mir weiter den Roll. Das macht mein Board voll. Mit den Attack Buffs ist der dann auch gar nicht mal so schlecht. Der Spell sorgt dafür, dass der ganz gut ist. Ich gehe mal damit. Den verkaufe ich. Die beiden verkaufe ich potenziell nächste Runde. Gucken wir mal. Lucky war es bisher nicht. Ich würde behaupten, die Hits waren gut für uns. Ja. Okay, da war der 50-50. Hätte er rechts gehittet, hätte er unentschieden gekriegt. Gut, vielleicht mal ein bisschen lucky gewesen. Ein Fisch.
Meine Undead haben. Hier mit dem Gold. Murlocs haben nicht viel Todesröcheln. Leveln. In Fullboard. Nächste Runde dann auf was Starkes umstellen. Gut. Auch wenn ich jetzt hier Damage kriege und verliere, ist okay. Good luck out there. I believe in you. Das Ding bufft sich selber halt, okay. Aber noch ist es nicht zu stark. Wir verlieren halt nur, weil er mehrere von den Dingern spawnt. Ja, nicht nur. Hauptsächlich doch, aber. Ja. Okay. Ist okay. Dafür habe ich ins Leveln investiert. Und sonst hat keiner ins Leveln investiert, so wie ich. Das ist okay. Oh no. Well, don't let it get you down. Sie hat noch keinen Triple, also kann sie keinen Golden Silo Bone haben. Fuck. Das ist wild. Das Problem ist, dass der Goldene kein Skelett spawnt, sondern ein goldenes Skelett. Das heißt, ich triple dadurch jetzt nicht das Skelett. Was total dumm ist. Aber ja. Let's do it anyways. Ich gehe auf 6-Drop, glaube ich. Weil ich ja eh kein Skelett triple. Es summoned ein 2-2 Skelett, was golden ist schon. Das heißt, ich lasse den gehen. Und entdecke einen 6-Drop. KT oder Eternal Summoner. KT hat oder halt auch Arid Arthros. Arid Arthros ist saugut. Summoner. Schwierig, ne? Summoner anfangen. Arthros. Ich glaube, Arthros ist das Tempo hier. Ich mache Arthros. Let's go. I still believe in you. You just have to believe in yourself. Oh, jetzt kann der mich parryen. Jetzt darf ich ein großes Trinket wählen und danach die Runde noch eins. Hoffen wir mal, dass das ausreicht. Die sind scheiße. Summon a copy of your leftmost Minion. Nur noch ein Minion wird kopiert. Was ist das denn für ein Schrott? Butchering ist auch scheiße. Ich gehe einfach nur auf die Stats. Let's go. Elementare hat der? What the fuck? Was soll denn das? Ist das nicht das Richtige? Alles nicht das Richtige. So schade. So. Arthros City ist halt ein geiler Carry, muss man einfach sagen. Und auch die Units, die aus Todesröcheln rauskommen, haben diese Stats, ne? Darf man nicht vergessen. The first two tavern spells you buy each turn are oder discover. Ich discover die. Nimm das extra Gold. Nimm das. Zack, zack. Level. Guck mal, bei ihm wusste ich vieles. Dass er den hat, wusste ich schon. Dass er den auch hat, weiß ich auch schon. Wen hat er gehen lassen, ist die Frage. Den hat er eher gehen lassen, also hat er den. Gut, ich kann einmal rollen. Und dann wird das hier meine Unit werden. Denke ich mal, ja. Also geht der Undead, der Undead. Der kommt. Zack. Den buff ich. Den lasse ich noch gehen.
do it like this. Undead, Naga, Pirate, irgendwas anderes und die beiden dann irrelevant. So, die Idee ist, dass Amalgam Tour Group mein Scaling wird. Gucken wir, ob sich das auszahlt. So, ich kann entweder mit Nala gehen, weil ich Spells mache. Nala Menagerie und Amalgam Tour Group wäre eine Idee. Rockrock Amalgam Tour Group ist eine Idee. Und dann wäre auch noch... wo ist er? Admiral Tide ist eine Idee. Um mehr Karten zu generieren quasi. Let's see. Wir gewinnen. Nice. Also ich kann Menagerie gehen, ich kann Cycle gehen, das ist einiges möglich gerade. Da ist Nala, I like to see that. Anderer Six-Drop, ich bin keine Richtung, weil ich bin Menagerie, das heißt, das bringt mir nichts. Dann eher das. Nala auf 20, warte mal, das bringt mir mehr, wenn die Nala schon auf dem Board steht. Was lasse ich gehen? Den lasse ich gehen. Nala kriegt 20-20 Stats. Ich mach's trotzdem einfach aus dem Grund, dass ich dann hier... Ja, Rockrock wäre auch eine Cycle-Möglichkeit, warum nicht? Dann muss ich was anderes gehen lassen. Was lasse ich am ehesten gehen? Den und den gleich, ja. Mehrere Optionen, was man gehen lässt. Extra Gold für die Runde da drauf, ja. Günstige Spells, wahrscheinlich auch sinnvoll. Gucken, was der wahrscheinlich hat. Undead. Nein, er geht wirklich undead, okay. Let's see. Noch ein Amalgam Tour Group. Ah, dafür brauche ich nicht freezen, oder? Oh, Waffe nehmen wir. Damit kann ich die nächste Runde freezen, dann ist das ganz gut. Okay, ich nehme jetzt mit dem Elemental of Surprise, kann ich schon mal am Algum True Good trippeln. Die Option ist auch, Atrocity und den noch damit zu trippeln. Und daher ist das ganz gut. Oh, was macht man den Golden? Ich habe gar keinen Fordrop mehr auf dem Board. Ich bin high Levant hier. Bedeutet, dem hier 20-20 geben, dann trippeln. Dann spielen. Oh, nochmal ein Dings mitnehmen für Atrocity oder so. Rollen. Da wäre der so. Erstmal für Rockrock und Dings den Buff kriegen. Dann trippeln. Dann nochmal das machen. Rockrock. Oh, noch eine Nala. Nala oder Titus? Ah, wir gehen jetzt nämlich in Full Cycle gerade rein. Ich glaube, wir cyclen mit Titus eher. Dann kann ich den nämlich gehen lassen. Ah, nee, wir suchen Titus, wenn dann. Ich mach mal für Rockrock. Rockrock macht gerade HP. HP ist gerade mal gut. Dann mache ich das. Oh, noch ein Amalgam. Ich glaube, die muss gehen. Eine Runde. Der auf dem Board. Weiß es nicht.
Ja, Six Drop ist nochmal interessant. Armor ist interessant. Let's go. It's your destiny to win this. Ja, wir gehen so. Oh. Ultra Scam versuchen wir hier, oder was? Ein bisschen kommt's auf die Hits an, so. Ja, gut. Die reduced Unit hat zwei Sachen gecountert. Aber ja, Double, Triple. Triple Venom. Ein Venom kontert in Atro City. Geil, er ist tot. Sehr, sehr gut. Der ist hier ja absoluter Ultra. Ultra Scam gegangen. Sehr schön. Na, so richtig ist es nichts. Halbes, nichts Ganzes. Ich nehme mal Venom mit. So, wir drehen das Rad noch. Okay. Dark Moon Prices. Ah, return a minion to your hand. Give a friendly minion Gottes Schild. Gucke ich gleich nach. Titus. Reborn für Atro City. Armor. Ja, auf Gold gehe ich hier. Welchen Minion gebe ich Gottes Schild? Den. Am ehesten Nala, oder? Ich nehme die Armor noch mit. Return a Minion. Vielleicht return ich den mal kurz. Weil dann kann ich hier mal kurz die Sachen durchrollen fürs Gold. Achso, ich habe noch gar nicht geguckt, was hier sonst noch rumschwirrt bei ihm. Ja, Full Murlocs, dann geht man auf den eigentlich. Aber das ist interessant, weil dann könnte ich nochmal Reborn mitnehmen, glaube ich, oder? Einfach dem Amalgam nochmal Reborn geben, weil man es kann. So, eigentlich hätte ich den jetzt verkauft, aber warum nicht, wenn ich den auf die Hand nehmen konnte und eine Runde dadurch nochmal gewinnen konnte. Let's go. Wir versuchen, die Sachen mit dem Elementar zu trippeln, weil die dann Gottesschild kriegen. Titus trippeln, damit wir mehr Karten generieren können. Und dann geht's los. In Zweifelsfall muss Nala halt gehen, wenn wir Full Cycle gehen. Aber so ist es schon ganz gut. Wir haben verschiedene Klassen. Der Rockrock ist Elementar. Der Titus Pirate. Und das zählt als beliebige Klasse, beliebige Klasse, beliebige Klasse. Ist insgesamt schon extrem gut. Oh, das ist leider aber auch extrem gut. Full Murlocs mit einer Golden Moira ist heftig. Extrem heftig. Vor allem, da kommt ja nochmal was von der Hand auch. Aua, aua, aua. Ja, das werden wir leider verlieren. Okay. Spielt keine Rolle. Keine Rolle. Muss Six Drops spielen. Hier Malgan Tumulus leveln. Muss Six Drops spielen, um Six Drops zu dingsen. So. Was der geht jetzt. Zack, da ist ein Rockrock noch. Und da ist wirklich noch der Rockrock Triple. Heftig, okay. Ups, da kriegen wir noch einen Pirate von dem Titus. Na, das könnte vielleicht mal ein Kampfschrei sein, der sich lohnt, weil die zählen ja auch alle als Murloc irgendwie. Der Rockrock macht gerade Attack, dann machen wir das auch noch schnell. So, wenn ich eine Coin kriege, kann ich das und den noch nehmen. Ich weiß, dass er den eben schon hatte, dann hat er den inzwischen golden gemacht, okay. Der sollte, ups, End of Turn, ah, dann machen wir das schnell. So.
Der gibt allen Naga, was bedeutet All-Type, All-Type, All-Type. Am Ende des Zuges für jeden Spell nochmal was, deswegen ist das okay. Insgesamt sind wir nicht so schlecht. Die Frage ist, ob das Scaling reicht. Full Big Big Murlocs, halt schwierig das zu besiegen. Wir haben halt viele Gottesschilde, ja. Aber wir haben bei dem anderen gerade gesehen, dass das hart ist. Hier scheint es zu funktionieren, weil die Handbuffs noch nicht so gigantisch sind bei ihm. Ja. Und dann machen wir auch ordentlich Damage. Das ist nice. So, aber der Murloc-Player und der Undead-Player... Okay. Wir haben nichts Tavern 4, was wir golden machen wollen. Deswegen nehme ich die ganze Zeit nicht, Leute. Nicht wundern. Wir nehmen jeden Six-Drop, den wir kriegen können, würde ich sagen. Einfach mal mit. Haben wir einen mehr als einen Five-Drop, wäre halt mal mega gut. Ich habe nichts, was ich golden machen würde. Also spiele ich den und nimm dann nochmal den Spell dafür. Ja, die spielt keine Prosthetic Hand Vanilla, das macht keinen Sinn. Okay. Machen wir das so, oder? Ja, Nala. Macht das Sinn, auf Nala noch zu gehen? Ich glaube halt, das Cyclen macht mehr Sinn, als mit Nala zu spielen. Okay. Das sieht gut aus. Gucken, ob der Backtracker das wirklich richtig berechnet hat, weil da kommen einige Units. Er hat um die 30 Attack gerade auf allen Units, die er beschwört. Und ich weiß halt nicht, wie groß die Ritter sind. Das sehen wir jetzt. Die Ritter hat er noch gar nicht gescaled quasi. Die sind ja jetzt erst neu auf dem Board. Okay. Dann sollte das alles gut sein. Und damit gehen wir in den finalen Fight gegen Giant Murloc. Ich bin fein, wenn das nicht ausreicht, gegen den zu gewinnen. Es ist wahrscheinlich, dass es nicht ausreicht, aber wir gucken trotzdem mal. Moira oder Golden Moira? Was hatte er? Ja, wissen wir leider. Besseres. Es gibt so viel Besseres. Aber der, auf dem kann ich enden, ne? Ich habe 4 Minions mit different types und der kopiert dann die highest Stats. Von daher ist das schon extrem gut eigentlich. Aber warum kriege ich keine Six Drops? Hallo, Six Drops? Einen einzigen. Zehn. Wie big ist er? 400er Units? Okay. Wir haben eine kleine Chance überhaupt zu überleben. Aber von einem Win sind wir extremst weit weg. Okay. Das ist so heftig. Allein die Unit, die dann noch rauskommen.
Schade. Da sind wir tot. Leute, es hat nicht sollen sein. Big Murlocs ist leider immer noch besser als der Menagerie-Build, den wir gespielt haben. Aber ich glaube, ein sehr cooler Build. Amalgam Tour Group, Nala, Atro City. Coole Kombination. Wenn es dir Spaß gemacht hat, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was war euer erfolgreichster Menagerie-Build, also welche Karten und welchen Platz. Und dann freue ich mich, das zu lesen. Ansonsten Glocke, Like nicht vergessen. Ich wünsche euch eine geile Zeit und ich bin raus.